Josif Vissarionowitsch Tschugaschwili gab sich den Kampfnamen Stalin, der Stählerne. Er sollte diesem in seinem Leben mehr als gerecht werden. Seine rücksichtslose Härte, Zielstrebigkeit und Machtbesessenheit trieb die Sowjetunion in nur 2 Jahrzehnten von einem rückständigen Agrarland zu einer Industriemacht. Aber auch zu einer totalitären Diktatur, in der viele Millionen Menschen gnadenloser Brutalität, Hunger, Zwangsarbeit, Folter und Ermordung ausgesetzt waren. Die Sowjetunion unter Stalin war ein Land des Terrors. Lenin, der Führer der in der Oktoberrevolution an die Macht gekommenen Bolschewiki, versprach den Völkern Sowjetrusslands eine großartige Zukunft. Doch nach seinem plötzlichen Tod 1924 fiel die junge Sowjetunion in die Wirren eines Machtkampfes um das politische Erbe. 2 Rivalen standen sich unerbittlich und hasserfüllt gegenüber: Josef Stalin und Leo Trotzki. Obwohl beide Mitglieder des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, der KPDSU, waren, gingen ihre politischen Anschauungen weit auseinander. Trotzki wurde als wahrscheinlicher Nachfolger Lenins angesehen. Er war der fähigste Mann im Zentralkomitee und der Held des Bürgerkrieges, der die Rote Armee aufgebaut hatte. Doch seine intellektuelle Arroganz isolierte ihn zunehmend. Stalin hingegen bewies in den Jahren nach Lenins Tod seine überlegenen politischen und taktischen Fähigkeiten. Als Generalsekretär der Kommunistischen Partei durchsetzte er das Zentralkomitee mit seinen Anhängern. Mit kräftiger Unterstützung 2 weiterer Politbüromitglieder, Kamenev und Sinowjew, begann er eine Verleumdungskampagne gegen Trotzki. Ihr Vorgehen zeigte bald Wirkung und Trotzkis Popularität sank. Im Januar 1925 erzwang Stalin dessen Rücktritt als Kriegskommissar. Obwohl Trotzki die Mitgliedschaft im Politbüro vorerst erhalten konnte, schwanden seine Machtbasis und sein Einfluss zusehends. Als der Hauptrivale aus dem Weg geräumt war, konnte Stalin seine Machtstellung erweitern. Nach und nach vertrieb er jeden seiner vermeintlichen und wirklichen Gegner aus den höheren Parteipositionen, darunter auch Kamenev und Sinowjew. Seit dem Parteikongress 1927 war Stalin der Alleinherrscher über die Sowjetunion. Aus Angst, Trotzki könnte noch immer für ihn gefährlich werden, ließ er ihn aus der Partei ausschließen und nach Sibirien verbannen. Schließlich reichte auch das nicht aus, seinen Wahn einzudämmen. Er ließ Trotzki aus der Sowjetunion vertreiben und 1940 in seinem Exil in Mexiko von einem Agenten ermorden.